Das Buch ist voll von Tipps von einem Praktiker. Ich bin ein Praktiker, Berufspolitiker. Als ich in die Politik einstieg, vor eben rund 25 Jahren, da habe ich ein solches Buch vermisst. Ich wollte eigentlich das Buch schreiben, das ich gerne gelesen hätte damals. Ein Buch, das einem konkrete Tipps gibt, Tricks zeigt. Wie kommt man rein in diesen Politikbetrieb? Wo kann man ansetzen, wenn man was verändern möchte? Wenn man auch ein Amt anstrebt, wenn man die Öffentlichkeit suchen muss, finden muss, um Stimmen zu bekommen. Das sind alles Fragen, auf die man wenig Antworten findet als junger Mensch. Und da habe ich versucht, etwas zu schreiben, das jungen Leuten, die sich für Politik interessieren, hoffentlich helfen kann. Ich bin Berufspolitiker. Seit jetzt 4 Jahren bin ich Regierungsrat im Kanton Basel-Stadt, also Mitglied der Kantonsregierung. Vorher war ich viele Jahre im Kantonsparlament, noch vorher im Gemeindeparlament. Aber alles in allem mache ich Politik, seit ich 17 bin. Klar, Politik kann man lernen. Politik ist auch gar nicht so kompliziert. Man muss nicht besondere Voraussetzungen mitbringen. Was man haben sollte, das ist Neugier und Interesse an den Menschen. 3 Tipps. Also erstens, mehr zuhören als selbst reden. Zweitens, mutig sein mit Meinungen, sich auch trauen, anzuecken und sich unbeliebt zu machen. Drittens, akzeptieren, dass andere Leute ganz andere Meinungen haben und dass das eigentlich das Spannende und Herausfordernde an der Politik ist. Das wären meine 3 Tipps.